Hier ist Hagen Stoll von Haudingen. Grüße. Hi. Hallo. Wir sitzen bei dir vor dem Proberaum in Marzahn. Wir haben uns vorher viele von euren Stücken angehört. In vielen von denen geht es um alte Tugenden, alte Werte. Ist konservativ das neue Cool? Konservativ ist es die neue Coolness. Spießig sein ist die neue Coolness. Zu seinen eigenen Schwächen stehen ist die neue Coolness. Und der zu sein, der man ist, ist die neue Coolness. Was findest du, kommt zu kurz in dem, was wir jetzt als Wahlkampf erleben? Welche Themen? Ja, ich meine, in erster Linie geht es ja darum, die Politik hat ja eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Und meiner Meinung nach kommt die Politik der Verantwortung der Gesellschaft nicht wirklich nach, weil sie halt immer nur reden, reden, reden. Es wird ja immer wieder zur Wahl natürlich immer sehr, sehr viel gesprochen. Natürlich ist in der Gesellschaft auch der Bürger verpflichtet dazu zu sagen, okay, befass dich mal mit einem Wahlprogramm. Wer macht das heute? Hast du? Ja, habe ich. Wer macht es heute noch ernsthaft? Ja. Also ernsthaft mit einem Wahlprogramm sich zu befassen und zu sagen, da mal zwischen den Zeilen auch zu lesen und zu sagen, okay, kenne ich das schon, kenne ich es nicht? Und sich dann auch wirklich nicht zu outen. Outen hat so einen negativen Touch, aber zu sagen, für eine Meinung und eine Überzeugung einzustehen und gerade zu stehen. Und ich bin zum Beispiel auch ein Verfechter davon, man kann doch ruhig sagen, was man wählt. Ja. Es wird immer hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Keiner sagt so richtig, was er wählt. Als wenn das verpönt ist oder als wenn man es nicht sagen dürfte. Und alle machen da so ein Riesengeheimnis drum. Und ich denke, es wäre besser zu sagen, ja, ich weiß, was ich wähle und ich weiß auch, warum. Hagen, wen wählst du? Ich wähle links. Was? Ich wähle links, ja. Ich wähle links, ich wähle sozial. Du wählst die Linke? Ich wähle die Linke, ja. Mir gefällt der soziale Aspekt. Mir gefällt der Aspekt, wie zum Beispiel, was den Mindestlohn zum Beispiel angeht, finde ich klasse, dass Leute wirklich mal den Mund aufmachen und sagen, ey, wir brauchen einen Mindestlohn. Den finde ich klasse, auch was 10 Euro angeht, was sich steigern soll auf bis zu 12 Euro, finde ich super, dass es endlich mal jemand anpackt. Und wenn es um die Steuern geht, gefällt mir sehr gut, was die Linke im Wahlprogramm hat. Reiche mehr besteuern? Du hast doch selber ordentlich Kohle, da musst du selber mehr abgeben. Ich habe mich ordentlich Kohle, ich lebe gut und ich zahle meine Steuern ordnungsgemäß. Und bin aber dafür, wer viel Geld verdient, ja, der soll auch höher besteuert werden. Und da nehme ich mich selber auch rein. Das ist doch nur wieder dieses Denken so, oh nein, dann nimm mir bloß nichts weg, nimm mir bloß nichts weg. Was würdest du, Kanzler Hagen, absolut sofort ändern? Ich würde mehr in unsere Jugend und unsere Kinder investieren. Ich würde, weil das ist unsere Zukunft und da ist die Tendenz. Sagen ja alle immer erstmal so. Ja, aber wenn du halt hier zum Beispiel im East End bist und mit den Kindern redest, dann merkst du, dass dort Defizite sind. Wenn wir es verpassen, diese Generation sozusagen nicht so gut zu schulen, dass sie unser Erbe weitertragen können, dann haben wir verkackt auf früh oder lang. Wenn ich zum Beispiel in Marzahn-Hellersdorf die Quote sehe von den Jugendclubs, die hier zugemacht haben, das ist falsch, das ist verkehrt, Jugendeinrichtungen zuzumachen. Ja. Die Kinder hängen auf der Straße und kommen auf blöde Ideen, mal ganz einfach gesagt. Ich würde Vereine besser fördern, staatlich besser fördern. Jemand, ein Kind, was heute Fußball spielen gehen will, kann vielleicht Fußball spielen, aber der braucht ein paar Töppen, der braucht eine Hose, der braucht ein Trikot, der braucht dies, das, der braucht Schoner hier. Das kostet summa summarum 250 Euro, um den Jungen fürs Spielfeld fit zu machen. Und die 250 Euro würde ich mich freuen, wenn die vom Verein kommen. Und wir brauchen eine Verantwortung, die jeder Bürger auch übernimmt. Das ist meine Meinung, das ist auch das, was wir mit unserer Musik vertreten. Werde dir selber bewusst. Und wenn du dir selber bewusst wirst über direkte Sachen, kannst du anderen Menschen genau damit auch helfen. Hagen Stoll von Haudingen. Ja, sehr, sehr gerne. Eine Stimme, eure Kommentare? Die Linke wählen.